Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Last Exit 1988 hier mit dem mittlerweile achten Part von Secret of Mana. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben im Pilzdorf, also da wo der Pilz blüht, Köpi, haben die Riesenatter ermeuchelt, ermordet, gemeuchelt, wie auch immer, haben Lufti aus den Fängen dieser Natter befreit und jetzt steht ein Trip in der Wüste an. Dann wollen wir doch gerade mal los. So. Also beim letzten Mal gab es einen Einkauf und nun geht's schnurstracks raus aus dem Pilzdorf, weil ich keinen Bock mehr auf Köpi hab. So, ein bisschen Quatsch mit anderen noch. Ja, der braucht uns nicht helfen. Ich kann mir selber helfen. Ole. So, was sagt der? Wir sind harmlose Pilzköpfe. Ja, da kenne ich auch einige, die harmlos sind. Oh, da sind wir wieder. Upsala. Ein bisschen trainieren, noch ein bisschen Training mit einbeziehen. Besser noch die Eule vorher killen hier. Ja, mit 2 KP Schaden. Nicht so optimal. 17 sind da schon eine bessere Hausnummer. Aha. Jetzt sind die komplett weg und die Truhe wird einmal geöffnet. Ja, mein letztes Video ist etwas länger her, letztes Jahr um genau zu sein. Viele private Gepflogenheiten haben mich dazu gebracht, erstmal zu pausieren. Aber ich hoffe, jetzt kann ein wenig das Let's Play weitergehen. Ja, also wie gesagt, in diesem Part soll es angedacht sein, einen Trip in die Wüste zu nehmen und noch ein bisschen trainieren, rumkaspern. Oh, ich muss gerade gucken. Tussi muss gerade geheilt werden. Und ich bin mal wieder verwirrt. Wie gehabt also. Aha, hier ist wieder normal. Und das Fisch ist erledigt. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Kanoni-Brüder sind. Aber da wird mir jetzt bestimmt noch mal geholfen. Ach, da ist er ja direkt. Wunderschön. Sandala soll angedacht sein. Davon handelt dieser Part ja. So, da wird jetzt mal per Kanone, per Kanoni-Brüder, per Altors, also das alte. Entschuldigung. Ist leider ziemlich spät, deswegen ist auch der Sprachschwall gerade. So. Kanoni-Brüder ist das Altors von Secret of Mana. Ja. So großartig sagen. Wüste. Wüste, in die Wüste rein. Wüste heiß. Und die drei wissen nicht, wo vorne und hinten ist, denke ich mal. Ja. Ja, dann suchen wir mal die nächste Stadt. Olé. Und wie gesagt, es werden ein paar Trainingseinheiten mit in diesen Part einfließen. Ganz einfach, weil wenn ich hier natürlich nicht trainiere, da kann man das Spiel auch nicht vernünftig durchzocken. Oh, und eine Truhe. Mal gucken, ob wieder eine Falle ist oder wieder ein Item zu viel. Bonbon. Schön, da habe ich das Bonbon von eben wieder raus. So. Ach, ein bisschen hier. Rocky Balboa Training Montage. Ah. Scheiße, verfehlt. Und da hat er mich getroffen, ohne dass er mich attackiert hat, die alte Sau. Und ich glaube, ich räume mal lieber so ein bisschen das Feld. Und tschüss. Das wird mir gerade ein bisschen zu undurchsichtig. So, auch 79 KP Abzug. Und genau dann, wenn ich angreifen will, greift die alte Fotz an. Und die andere alte Fotz, beziehungsweise die junge Fotz, greift genauso an. Dann, wenn sie angreifen soll. So. Ach, wie hat mir das gefehlt.
auf Monster einzudreschen. Mal gucken, da kümmere ich mich um den hier unten. Ah, wieder ein Waffenlevel gestiegen. Sollt euch mal ein bisschen mit mir koordinieren. Beziehungsweise mit meinen Bewegungen koordinieren. Entschuldigung. Entschuldigung für dieses Fach Chinesisch hier. So. Oh, Kürbis. Da ist ja heute schon Halloween. Ja. Schon. Oh, upsala. Ich glaube, da ist gerade mal eine Runde Kraftwasser für alle fällig. Huch. Na komm. Das ist auch bloß, der hat das Kraftwasser nicht angenommen. Ein bisschen seltsam, aber ich gehe mal lieber nach oben. Bevor ich hier noch weiteren Schaden nehme. Dann kann ich mir lieber hier diese Dornen, diese Stachelviecher zur Brust nehmen. Und ein bisschen Kraftwasser tanken für alle. So, das ist aber eine ganz andere Hausnummer hier. Och, macht das Spaß. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir gerade 20 nach 12 haben? Und um 20 nach 12 ist Uschi vergiftet. Aber nicht mehr lange. Entschuldigung, kleines Süßerchen. So, mal schauen, wo jetzt El Sandala ist, beziehungsweise die Stadt El Oasis. Ja, die müssten wir, glaube ich, zunächst ansteuern. Und dann das lokale Problem dort klären zu können. Beziehungsweise erstmal das lokale Problem zu lokalisieren, wie der Name so schön sagt. Und dann entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen. Aber zuerst wird wieder gemeuchelt. Der Höllenstachel, der geht mir gerade auf den Eiersack. Na komm, kill den schon. Ganz schön hartnäckig, die alte Sau. So, und jetzt geht's ab nach oben. Nee. Kommt mir bekannt vor. Ach. Ja, jetzt ein Schluck eiskaltes Wasser. Oder lecker Eistee. Da drüben, beeilt euch. Schnell da rein. Ohne Schiss. Oh, das hätten die, glaube ich, lieber nicht machen sollen. Tja, da sind die Jungs, beziehungsweise die drei von der Tankstelle, doch glatt in Gefangenschaft geraten. So, das heißt, jetzt glaube ich, wird die Gruppe voneinander getrennt und dann muss ich etwas durch das Luftschiff, durch das Sandschiff rumrennen, um meine Truppe wiederzufinden. Und er soll hier Zwangsarbeit verrichten. Ole. Ah, da haben wir Felix, eine schreckende Meere. Mal gucken, wen wir hier noch haben. Und der putzt. Ole. Ja. Ja, das ist ja eine schöne Variante, gerettet zu werden. Auf Wanderschaft in der Wüste, direkt in die Sklavenschaft. Huch. Quatschen. Ach, habe ich auch schon angequatscht. Scheiße. An die Arbeit. Ja. Ja, was soll ich denn hier machen, wenn nichts zu machen ist? Oh, Mann. An die Arbeit. Das ist ja... Ach, immer noch gleich. An die Arbeit, an die Arbeit.
Aber was muss ich hier nochmal machen? Verdammt nochmal. Das geheime Sammelschiff der Republik. Geh zu den Wächtern, nochmal. Komm, hau ab da. Tschüss. War nett mit dir. Huch. Feuer, also ein Scheinfeuer gelegt. Jetzt bin ich hier schon mal in einer guten Position. Bin ich draußen. Kann schon ein bisschen mehr machen. Warte mal, da muss man glaube ich auch hin. Oder auch nicht. Ne. Falsch gedacht. Huch. Einfach mal da lang. Mal schauen, was kommt. Ach, und da ist Tussi. Die frisst also den Soldaten die gesamten Vorräte weg. Ja, wie ich schon gesagt habe. Schafft dieses Monster aus der Küche. Ja, dann kommen wir wieder mit mir mit, Monster, Tussi. Sie sind schon mal wieder mit von der Partie. Nein, ich will mit dem Alten sprechen. Tja. Dann gehst du mal eben raus. Gar kein Thema. Soll nur eine Uschi finden. Aber das sollte auch kein großes Problem darstellen. Das Schiff ist ja eigentlich recht übersichtlich gestaltet. Zum Glück kein übertriebener Irrgarten. Ach nee, da vorne war ja was. Da vorne war ja eine Tür. Genau hier. Schön versteckt, die alte Sau. Kommt ein Ostfriese zum Arzt. Okay. Ich kenne nur, kommt ein Mann beim Arzt. Und der ist ziemlich schwul, der Witz. So. Aber kommt eine Frau beim Arzt. Ist ziemlich hetero. Also er bettelt nach Küsse. Was ist das denn für ein Kerl? Muss man schon sagen. Also Flirtversuche, nicht gut. Und dann auch um Küsschen betteln. Das ist auch dann einer, der darum bettelt, einmal gepimpert zu werden. Herrlich. Wir üben Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, habe ich früher auch immer gesagt. So. Im Ruckzuck ist die Truppe wieder beisammen. So, was nü? Aha. Das Imperium. Es schlägt wieder mal zurück. Da bahnt sich auch, glaube ich, schon der nächste Bosskampf an. Gebt auf. Ja, wir haben verloren. Tja. Ich wäre auch kooperativer, wenn ihr uns nicht gefangen genommen hättet. Olle. Habt ihr Pech. Einfach mal gucken, ob ich hier nochmal lang kann, lang soll. Ne, hier ist nichts. Ich glaube, ich muss tatsächlich nach oben hingehen, um zu schauen, was passiert. Naja, wie dem auch sei. Machen wir doch einfach mal. Ja, ja, die haben verloren. Nochmal quatsch ich den nicht an. Gebt auf. Wir haben verloren. Da könnte man natürlich einen Endlos-Dialog draus machen. Und wen haben wir da? Markus. Ich habe etwas für euch. Ach ja, der nächste Bosskampf. Okay. Da weiß ich jetzt nicht nur, was ich für Magie anwenden muss. Deswegen einfach mal Analyse-Zauber. Ich glaube, der fürchtet. Nein, Moment. Weg da. Okay, ich spam einfach mal. Freue dich hier die Schlammbombe auf ihn.
Bringt nicht viel. Dann kommt eben der Blitzschlag. Ja, der zeigt schon ein bisschen mehr Erfolg. Und trotzdem mache ich jetzt mal eine Runde Kraftwasser für alle. Ja komm, hau schon rein, Rakete. Komm, 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 komm. Ich mach abbauen, Kollege. So. Versuche ich trotzdem nochmal Frostwelle oder wie das Ding heißt. Natürlich noch nicht hoch genug. Zu weit aus dem Bild. So, dann geht's mal weiter. Ja, also ich kann Elektra und Froster verwenden. Aber ich spam lieber Blitzschlag auf ihn. Und weiter. Oh. Das heißt, ich darf schon mal die erste Walnuss aufrauchen. Ah, ne, zu früh. Elektra sag ich. Ja. Elektra mit Blitzschlag. Setze Blitzschlag ein. Ups. Ne, Kraftwasser, Kraftwasser. Uschi ist bewusstlos. Ne, komm, das dauert, das ist viel zu riskant. So, die sollen eine Runde Kraftwasser auf alles spammen. So, so kann ich endlich wieder vernünftig agieren. Blitzschlag. Blitzschlag. Da war ich auch noch ein paar Mal, da ist das Ding weg. Huch. Ne, komm, 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 komm. Verdammt, der ist viel zu weit unten im Bild. Jetzt aber, komm. Mach ihn zu meiner Bitch. Und direkt noch. Ja, wird wieder Zeit für ein bisschen Kraftwasser. Ja, wenn man schon etwas länger nicht mehr gespielt hat, ist das ein bisschen kompliziert. Also ich weiß, was ich machen muss. Wie bei jedem Bosskampf natürlich den Boss niedermeucheln. Und ja. Aber trotzdem, wenn er immer wieder aus dem Bildschirm raus, beziehungsweise aus der Reichweite gerät. Nee, Blitzschlag. Wenn er immer weiter, wenn er immer wieder aus der Reichweite gerät, ist das schon beschissen. Ja. Aha. Sein Motorbike, sein Irgendwas-Bike ist zerstört. Und somit haben wir den letzten auch wieder fertig gemacht, den Endboss. Nicht den letzten, aber den aktuellsten Endboss. Ja, aber da das Video eigentlich zu kurz ist, spiele ich noch mal ein bisschen weiter. Weil wir sind ja eigentlich noch nicht im Kern, vom Kerninhalt her, auf das Video eingegangen. So, jetzt quatsche ich wieder mit den Leuten. Und wo soll ich jetzt putzen? Kann ich Sand putzen? Okay. Alle sind fortgegangen. Was? Ich entwickle. Ja. Bekannter von Victor. Von Victor. Jetzt kommen sie auf einmal an mit ihrer Entschuldigung. Aber ich habe auch keinen Bock zu warten. Deswegen geht es jetzt einfach mal schnurstracks ins Dorf. Ja, da werden wir angekommen und die Hintergrundmusik lässt schon leise erahnen, dass es sich hier um eine Stadt handelt, die ein Problem hat. Hab ein Problem. Salam alaikum in El Oasis. Alaikum salam. So, schauen wir mal. Wir kaufen, wir kaufen. Bisschen nachkaufen. Wie viel kosten die Nüsse? Ja, muss ja gemacht werden. Hab ja schon zwei verballert für den letzten Boss. Kräuter. Oh. Lebenswasser? Okay.
Das Blöde ist, du kannst beim Kaufen nicht schon sehen, ob es die Werte erhöht. Beziehungsweise wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufst. Das ist ziemlich bescheuert. Hast du mal eine Mark für mich? Nee. Ich habe nur Euros und Cents. Aber da der Automat eh keine Scheine nimmt, habe ich nur Euros. Weihnachtsinsel. Habe ein Problem. Ja, Scheiße passiert, ne? Vesuvius entführt worden. Und der Mana-Samen vor Ort ist verschwunden. Ja. Und da Vesuvio weg ist, ist auch hier kein Wasser mehr im einzigen Wasserloch des Dorfes. Ist natürlich scheiße, wenn man auch nur ein Wasserloch hat. Aber Spiellogik. Ich gehe nochmal hier pennen. Vorsichtshalber, man kann ja nie wissen. Ja, und dann werde ich mich mal auf den Weg zur Winterinsel machen. Kanoni ist, glaube ich, auch direkt rechts vom Dorfausgang. Einfach mal speichern. Ein wenig müde. So. Ja. Ach, Entschuldigung, Leute. Ein kleines Hüsterchen. Wenigstens ein paar Erneuerungen vornehmen. So, das war's mit Erneuerung. Jetzt kann ich von den 379 Goldmünzen wirtschaften gehen. Und der will auch wieder Knete haben. 50 Goldmünzen, Münzen ab zur Weihnachtsinsel. Uff, in die Kanone. Schade, ich dachte, ich könnte hier ein bisschen Wüstenurlaub machen. Gerade weil wir ja aktuell ziemlich niedrige Temperaturen haben. Aber man kann die alles haben, ne? Das heißt, wir müssen jetzt auch im Spiel uns den äußeren Gegebenheiten anpassen. Und übers Meer ab zur Winterinsel. Ja, und da wartet auch auf jeden Fall ein schöner Kristallwald auf mich. Und auch der Eispalast. Denke ich mal. Weiß jetzt nicht, ob in dem Video, aber auf jeden Fall aktuell. Das sind auf jeden Fall die nächsten aktuellen Ereignisse des Spiels. Komm, Schneedorf, Kristallwald, blablabla. Ja, das ist ja atemberaubend, Hatschi. Walrossmenschen niesen, weil denen zu kalt ist. Finde den Fehler. Eine leere Bude. Schönes Apartment. Huch, gehen wir da aus dem Weg. Komm. Haben wieder einen Schmied, aber nicht genug Knete. Das ist wie mit den Tattoos. Man hat immer Ideen für die nächsten 50 Jahre. Aber es scheitert immer an der Knete. Naja. So. Wie dem auch sei, weiter im Text. Einmal kurz gehen. Oh. Und der Musik lauschen, die einen zum Einschlafen bringt. Schön traurig, aber auch gleichzeitig schön. Oh, herrlich. Huch. Oh nein. No. Ihr Schweine. Ach, habe ich noch zum Glück gerettet. Zum Glück reanimiert worden. Komm, lass sie in Ruhe. Ja, hier muss ich auf jeden Fall noch trainieren. So, ich mache die Truhe auf und ihr kloppt den Wolf nieder. Bonbon. Aber trotzdem nochmal schön. Kraftwasser für alle. Ach ja. Das ist eigentlich so eine Musik für eine Playlist vom Schlafen gehen. So, komm. Also ziemlich dämlich aus, der Wolf, wenn er getroffen wird. Aber jetzt reicht es mal langsam.
Ja. Och, Mann. Nochmal Kraftwasser, schnell. Oh. So, ich stehe nochmal. Dann gehe ich lieber nochmal ins Dorf eine Runde pennen. Da muss ich wenigstens kein Lebenswasser verballern, um die wieder zu beleben. Die Tussi. Ach man. Herrlich, diese Trainingsvideos. Müsste eigentlich wirklich nur das Themenlied von Rocky Balboa eingespielt werden. Aber da werde ich nachher wieder wegen Copyrights gestrikt. Deswegen lasse ich das mal lieber. Schlaf lieber eine Runde, bis alles wieder aufgeladen ist. Die Batterien. Aber speichern, ja doch. Speichern machen wir mal lieber. So. Ich denke mal, das Level ist momentan noch recht niedrig. Und ich sollte mich auch später nochmal ein bisschen einkleiden. So. Greift euch den Hund. Den Wolf. Mein Gott. Ihr sollt schon richtig attackieren. Boah, scheiße. Kraftwasser. Aha. Auf jeden Fall ist einer Level gestiegen. Und ein Waffenlevel. Also ich selber habe Level 20 erreicht. Sehr gut. Ein Froster Level 3. Uschi erreicht Level 20, ja. Da müsste eigentlich auch gleich Tussi Level 20 erreichen. Na, scheiße, wenn man es leer haut, ne? So. Ah, so geht er doch auch. So. Ein wenig weiter. Ach, Mann. Boah, scheiße. Nee, Kraftwasser. Ach, ist nicht durchgegangen. Jetzt aber. Beide haben Schaden genommen. So, und weg. Frostköter. Direkt auf den anderen los. Gar nicht die Luft lassen, um anzugreifen. Aber man sieht, es ist schier unmöglich. Kraftwasser. Kraftwasser. Du sollst Kraftwasser machen, du alte Sau. Mann. So. Tussi erreicht Level 20. Huch. Und wird direkt mal von einem Wolf angegriffen. Also die ganze Partie wird von einem Wolf angegriffen. Herrlich. Rudolf mit der roten Nase. Sein Herrchen ist verschwunden. Rudolf vermisst sein Herrchen, Weihnachtsmann. Wäre eine Meldung für den Postillon. Und natürlich, was macht man natürlich, wenn einer vermisst wird? Man geht einfach in das Haus eines anderen, eines Wildfremden rein. Plündert die Truhe, nur um zwei Orbs zu erhalten. Warum auch nicht? Da ich hier ungestört bin, Runde Kraftwasser für alle. So. Und dann geht's in den nächsten Abschnitt des Kristallwalds. Ach, direkt wieder ein Frostgötter, hallo. Wuff, wuff. Wau, bell, wau, wau. Wieder Waffenlevel gestiegen. Das sind wieder die Minus-Kreaturen, die einen so richtig auf den Pinsel gehen. Huch. Aber ich erledige lieber den Frostköter. Ah. Und beide zur gleichen Zeit erledigt. So, was haben wir hier? K.
Kanoni, nein. Da gehen wir noch ganz bestimmt noch nicht hin. Och, der ist doch gut. Der war doch gut, der Treffer. 100 noch was. Minus. Erstmal ruhig stellen, die Viecher. Ah. Danach fangen wir mal an, die Schildkröten fertig zu machen. Na, geh doch mal da weg, da. Uschi, geh da weg. Geh da weg, geh da weg. Mein Gott. Das ist so ein Gewirre hier, ey. Ja, Kraftwasser ist gerade, glaube ich, eine ganz gute Sache. So. Jeder Kill bedeutet ein bisschen mehr Geld und natürlich viel mehr Erfahrung. Oh. Ja, so sollen die Kills natürlich nicht laufen. Ach Mann. Ich glaube, das nächste Mal mache ich, glaube ich, lieber ein bisschen Offscreen-Training. Hallo, hallo. Gut jetzt. Also, jedenfalls bin ich schon mal ein Level gestiegen. Meine Truppe ist schon mal ein Level gestiegen. Puff. Ich mache wieder den Frostgötter fertig. Ach. Egal wie du die hinstellst, die machen was sie wollen. Eine typische Weiber, die machen immer was sie wollen. Deswegen sage ich auch gar nichts mehr. Na komm. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn, hat keinen Zweck. Warte mal. Ach. Ja, super. Schön verfehlt. Direkten Angriff, der verfehlt und der greift mich um die Ecke an und trifft. Nein, das machen wir schön gar nicht. Obwohl, ein bisschen KP abziehen. Hoppala. Zack. Wenigstens einen erwischt. Ja. Okay, noch ein Level erreicht. Also noch ein Level höher. Ist doch was Schönes. Ja. Tussi kriegt jetzt ein Bonbon und kein Kraftwasser, weil Uschi nur noch 3 KP hat. Ich glaube, hier kommt der nächste Bosskampf. Weiß ich aber nicht genau. Ja. Das bedeutet, Uschi kriegt jetzt direkt erstmal eine Nuss. Und da muss ich noch mal gucken. Analyse. Ja. ...1100 KP. Da steht nichts über die Schwäche. Wofür gibt es diesen Scheißzauber eigentlich? Also ganz ernst gemeinte Frage. Schlammbombe. Ne. Nix. Blitzschlag. Auch nichts. Ist so zum Kotzen. So, jetzt möchte ich mal. Jetzt verlange ich mal einen vernünftigen Analysezauber. Na komm, 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 komm.
Und nochmal lieber noch eine Kraftwasser für alle. Ja, die sollte man lieber aufhalten. So. Das heißt, Blitzschlag bringt nicht viel. Nimm dir mal eine Nuss. Und jetzt wird fleißig Schlammbombe auf das Vieh gespammt. Nochmal, einfach nochmal probieren. Muss doch irgendwie klappen. Frostwelle. Auch wenn ich das hier auch wieder sehr sinnlos ist in der Frostgegend, bringt auch nichts. Hm. Ist kacker. Ist richtig kacker gerade. Kraftwasser für alle. Nee, 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 du greifst ganz bestimmt jetzt gerade nicht an. Immer die Ranken mit platt machen, weil die verlangsamen einen, glaube ich. Ah, da sind doch mal bessere Treffer als mit Magie. Danach kommt er wieder. Taucht er da oben auf. Ah, habe ich den noch gerettet? Jawohl. Ach, machst du mich fertig. Das kommt, wenn man das Ding angreift. Ohne dass das schon draußen ist. Puh, ist gerade ein ziemlich kompliziertes Team. Egal, nochmal. Kraftwasser, Kraftwasser. Ja, geil, mach euch. Ole. Genauso wie die erste Variante von dem, verzieht sich die nach dem ersten Treffer direkt wieder im Boden. Gut gesehen. Schade, hätte was werden können. Ach Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hat ja eigentlich alles zu blöd zum Kacken. Das bedeutet Kraftwasser wie gehabt. Doch schön, dass er sich wieder verpissen kann. Und ihr wartet jetzt. Warum trifft er so nicht? Aha. So trifft er wenigstens. Und er kann sich verpissen. Boah, harter Scheiß grad. Aha.
Habe ich erledigt, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja. Boah, und ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Verdammte Axt, ey. Ja, storytechnisch könnte ich jetzt eigentlich direkt zum Eispalast gehen. Aber nein, das werde ich nicht tun. Da gehe ich lieber wieder zurück zum, zum Schneedorf und kaufe noch ein wenig ein. Also jetzt zum Schneedorf, also zum Eispalast zu gehen, ist lockerer Selbstmord. Aber auch die Musik hier sagt, dass hier was nicht in Ordnung ist. Man will mal ein paar Leute quatschen. Kann man hier nicht einkaufen gehen oder so? Ich hasse Schnee und Eis. Aha. Da ist man auf der Winterinsel ja perfekt aufgehoben. Die Musik hat schon was Team Rocket-mäßiges. Ach, ich spreche mal den an, genau. Also den Ofen schön geschlossen halten. Nö. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Machen wir lieber auf. Klopft das von innen nach draußen. Wird Zeit für einen schwarzen Humorwitz. Was ist rot und klopft gegen eine Scheibe? Ein geschältes Baby im Backofen. Also ich mach da mal auf. Oder Baby im Backofen war, glaube ich, der Witz. Egal. Ist ja nachher geschmacklos, zu geschmacklos für YouTube. Ja, und da habe ich auch direkt einen neuen Verbündeten gewonnen. Vesuvio, der Feuergeist. Und ja, wie der Name schon sagt, sind es Feuerattacken. Die der kleine Mann drauf hat. Ja, und da habe ich den Leuten vom Imperium mal wieder einen schönen Bock geschossen. Die werden auch noch öfter im Spiel auftauchen, wie ich da glaube ich mal in einem anderen Part des Spiels erwähnt habe. Ja. Und jetzt verpissen die sich. Ja. Ob ich in die Häuser reingehen kann. Jetzt haben sie sich alle verpisst. Besonders die Tussi, die Schnee und Eis hast. C'est la vie, ne? So. Kein Inn oder kein Shop. Nö. Das heißt, ich gehe jetzt die ganze Strecke nochmal im Schnellkurs lieber durch, um mich nochmal mit Nüssen und etc. einzudecken. Ich werde jetzt auch erstmal Großkämpfe meiden, wenn es geht. Wenn es denn geht. Um nicht gleich schon wieder drauf zu gehen. Oh. Das habe ich schon wieder befürchtet. So eine Scheiße wieder. Oh. Kacke. Das ist echt eine Kacke. So, jetzt mache ich den fertig. Das ist mir jetzt egal. Der hat mich jetzt hier persönlich angegriffen, das Vieh. Genau wie das. Hoch. Ja, ins Leere hauen. Läuft. Schnell weg. Bloß schnell weg. Lalalalala. Ach. Ich glaube, hier muss ich kämpfen. Hier soll ich besser kämpfen, weil zwei sind ein bisschen gefährlich. Die sind sauschnell, die Viecher. Und wenn die mehrfach hintereinander angreifen, bin ich auch ganz schnell hops. Oh. Bonbon. Noch leg dich doch nicht mit mehreren Viechern gleichzeitig an. Warum macht man? Warum machst du? Warum machen du? Was ist diese? Guck mal, ob ich mich vielleicht gleich bei der Gelegenheit auch nochmal neu ausrüste. Oh, 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 oh. Kraftwasser für alle. Kraftwasser für alle. Alarm. Alarm.
Puh. Ja, gerade mal gut. Aber ich habe ja eine ganz beschissene Koordination und Kooperation. Aber hey, da macht das Spiel noch spielenswert. Dino erledigen, dann ab ins Dorf. Vielleicht kommt da noch ein Level ab. Ne, leider nicht, aber scheiß drauf. So. Das allererste, was ich mache, pennen. Pennen, pennen, pennen. Aber wo war er nochmal? Ach ja, hier, das Häuschen da. Komm, verschwinde da. Mach den Weg frei. Ah. 50, ja. Aber geht, fast 8500 Goldmünzen angekämpft. Man kann sich sehen lassen. Und danach wird aber der Eispalast unsicher gemacht. So. Zum Beispiel einkaufen gehen, einkleiden gehen. Von der Ausrüstung her muss ich auf jeden Fall mich verändern. Item Shop. Und mal gucken, vielleicht bleibt noch ein bisschen was übrig, um die Orbs einzulösen. Nein, will ich nicht. Titanrüstung, Goldweste. Bisschen viel. Ich gucke jetzt gerade erstmal, was die für Klamotten anhaben. Bevor ich den irgendwann doppelt hole. Mit einem Arsch weiß, warum ich das geholt habe. Stahlkappe haben die zum Beispiel schon. Wolfsarmband, Schlangenkette. Ja, könnte eigentlich nur eine Verbesserung sein. Ah, ich hole mal lieber 3 Goldwesten. Habe ich zwar wieder keine Knete mehr fast, aber c'est la vie, ne? So, ausrüsten. Ja, 34, also 12. Setzt die Verteidigungswerte um 12 hoch. Das ist schon mal gut zu sehen. So, bist du noch? Nein, falsch. Gut, da kann ich den Krempel verdicken. Und dann geht's ab zum Eispalast. Was dann auch meine letzte Aktion des heutigen Videos darstellen wird. Oh, guck mal, da kriegt man ja auch trotzdem noch ein bisschen was wieder. Also bis mich wieder über 1000. Guck, vielleicht kann ich noch was dazu kaufen. Dreimal Waschbärmütze. Aber mal einfach mal. Zweimal. Ach. Ne, die braucht Verteidigung. Die stützt sich immer in die nächstbeste Scheiße rein, deswegen kriegt sie das. Und mal gucken, ob ich jetzt noch dann vom Verkaufswert her nochmal eine kriegen kann, eine Kappe. Ja, krieg ich. Auch eine Waschbärkappe kaufen. So. Dann bin ich erstmal wieder für die nächsten Kapitel ausreichend ausgerüstet. So. Ja, der Großteil des Videos besteht aus Training und Einkauf. Und um einen Bosskampf. Dafür entschädige ich euch Zuschauer gleich. Und mach auch noch den Feuermutant kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich bin auf Winterinsel. Das ist ein blöder Spruch, aber muss ja mal gesagt werden. So,
Schnellkurs, ich glaube Schnellkurs. Ich setze lieber den Schnellkurs. Lieber einmal schnell durch. Der dicke Fisch, der kommt noch. Das ist hier nur die Vorspeise. Uah, diese. Und das ist schon eine heftige Vorspeise. Ach, lass doch mal meinen Hund in Ruhe. Es ist immer, wenn ich schlag, schlagen die anderen. Das sind doch mal richtige Fotzen. Muss man. Kann man nicht anders sagen. Ach, und gerade wenn ich schlagen will. So, wer ist Level up? Ach, ich. Beziehungsweise. Kolle ist Level up. So, und Uschi. Nur ein kleines extra Bonbon. Das schadet nicht. Was habe ich jetzt bekommen? Heilkräuter. Ist zu viel Scheiße. Ist echt scheiße, dass es das nur geht mit vier Artikel, also mit vier Items von jedem. Vier Artikel, sage ich schon. Hm. Ach, warum greife ich den oberen Frostköter an? Ach, da kommt ja noch einer. Wow, wow, wow. Ja, bleib mal da oben. Einer weniger, zwei weniger. Ach, Mann. Und Schuss. So. Kommt noch eine Truhe, ne? Nee. Ach, Kacke, ey. Das wird mich auch weiterhin verfolgen, dieses Problem. Es gibt ja von jedem Gegner, von jedem NPC-Gegner mehrere Varianten. Und diese Köter, die rumrennen, die sind so schön. Genau deswegen sind die so schön. Ich mag Huskies. Aber nicht, wenn die so reagieren. Nicht machen. Frostköter ist ja, wer hat jetzt? Pussy. Ja, schadet nicht. Schadet auf keinen Fall. So, mal gucken, wie viel Material da drauf kommt bei dem Video, wie viel Material zusammenkommt, so von der Dauer her, von Dauer her. Und Fraps, hör jetzt auf zu hängen. Du bist böse. Böse, böse. Böse, böse, so, weg. Ach, ich habe doch zuerst angegriffen. Ja, und ich kriege hier keine Ruhe. Und wieder zuerst angegriffen und zuerst eine kassiert. Der ist weg. Der ist auch weg. Ach man, immer dieses Überraschen. Wenn man am unteren Rand des Bildschirms rennt. Diese Arschlochviecher. Das sind richtige Arschlochviecher in der Gegend. So, kann ich jetzt hier durch? Ja, kann ich. Kann ich hier durch? Ach nein. Ja, ganz an dem, aber in den Viechern, in den Frostkötern, kannst du perfekt deine Reaktion testen. Ich glaube, in der anderen Gegend kommt noch Hups. Ist der Bildschirm verdunkelt? Bildschirm schon, ole. Nee. Hat keinen Zweck. Da muss ich gerade mal eine Runde Kraftwasser für alle klar machen. Ja, und gerade dann kommen die Frostköter, ziehen wir wieder das, was ich an Energie erhalten habe. Komm, ziehen die ab, deswegen hau ich ab. Hau ich ab, hau ich ab, hau ich ab. Ja, hau ich ab. So. Geh ich direkt mal hier oben hin. Ah, jetzt kommen wieder die scheiß Schildkröten dazu. Die dann nahezu unverwundbar sind, wenn sie sich in ihren Panzer zurückverpissen. Aber trotzdem nicht solche Arschlochviecher wie die Hunde, wie die Wölfe. No. Klack, klacker, klacker. Nein, 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 die Wolke könnt ihr nicht. Die könnt ihr mit Waffenangriffen nicht töten. Deswegen gehen wir schön brav dran vorbei. So. So geht das doch.
Wucherkater. Wie viel habe ich mittlerweile wieder angesammelt? Ich speichere, definitiv. Eigentlich wollte ich da nicht hin, aber gut. Kleine Gelegenheit, ein bisschen auszuschnaufen. Ah. So, jetzt reicht's. Jetzt setze ich das erste Mal Vesuvio ein. Also mal einsetzen kannst du nichts, ne? Aha. Oh, lieber mal Kraftwasser noch. Boah, das ist aber so knapp. So kurz vor knapp. Also muss ich da oben lang. Frostkötter, diesmal habe ich dich gesehen. Dich zwar nicht, aber dich da unten. Haha. So. Und jetzt schnell ab da. Lass die Wolke in Ruhe, sonst knallt es. Oh. Schönen Dank auch, dass du meine Beute erledigst. Erledigst. Bonbon. Schön. Oh, schon wieder ein Level up. Schaden tut's ja eh nie. Und wieder. Boah. Geht aber ratzfatz, ey. So, was habe ich jetzt bekommen? Schokolade ist zu viel. Toll. So, jetzt sind wir hier wieder im Schloss. Ziemlich eisigen Schloss, wie der hier den Anschein hat. Eispalast halt, ne? So. Da muss ich wieder ein bisschen was, bisschen rätseln. Bisschen rätseln, während ich Monster verklopp. Ich glaube, da muss man was machen. Ja, kommt hin. Ja, das Video dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. Ganz auch ruhig, alles gut. Aber da ist noch ein Knopf, den man drücken muss. Warum stichst du nicht? Warum stichst du und schlägst nicht? Hast du einen Hammer? Nö. Bringt nichts. So, jetzt lass mich alle in Ruhe. Möchte ich in Ruhe meinen Weg gehen. So, mal schauen. Oh, Blobs. Ne. Die lasse ich lieber in Ruhe. Habe ich gesagt, die Wölfe sind Arschlochviecher. Tut mir leid, ich revidiere meine Meinung. Und selbiges gilt ab jetzt für die Blobs. Obwohl die gerade nicht so wehrhaft sind. Ja, trotzdem, die sind so scheiße hartnäckig. Besonders wenn die anfangen, sich zu teilen. Komm. Und Abflug, komm. Nicht hauen, nicht schauen. Aha. Ja, die spawnen auch irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, was die spawnen.
Aber die ging, glaube ich, auch gut Erfahrung und Geld. Egal, die haben nichts gespawnt. Besser ist das. Besser ist diese. Grimorie, ja. Da kommt auch gleich, glaube ich, was mit der Bibliothek zu tun hat. Dass man Schalter so drückt, dass irgendwo ein Geheimgang sich öffnet. Und Schuss. Ach, verdammt nochmal, hau ab. Guck, vielleicht fehlt nur ein neues Ausrüstungsteil. Kann ja auch mal sein. Schokolade ist zu viel. Scheiße. Und Schuss. Und da ist der Drücker, der Schalter. Oder auch nicht. Das Ganze im Zelda-Style ist jetzt die hintere Tür zugegangen und wird sich erst wieder öffnen, sobald alle Viecher erledigt sind. Hat man da gerade etwa in dem Buch eine Schmuddelseite gesehen? Was haben sich die Spielemacher eigentlich da gedacht? Ja, und der macht sich ein Energieschild, das heißt, egal was ich mache, ich kann auf den... Ich kann dir keinen Schaden zufügen. Bis auf Magie. Oh. Und jetzt kommt der Feuermutant. Ja, nee, noch nicht ganz. Jetzt kommen erstmal Echsen. Ach, hey. Siehst du, deswegen habe ich auch vorsichtshalber lieber Nüsse geholt. Auf jeden Fall ein Zwischenboss. So, da analysiere ich den lieber nochmal. Fürchtet Vesuvio. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, Blutgranate auf alle geswemmt. Direkt da gleich nochmal von vorn. Und direkt nochmal. Und nochmal. Ah ne. Nuss. Wieso? Nein, nicht auf einen. Das kann doch nicht wahr sein. Obwohl, auf einen wirkt das besser. Am besten gar keine Chance lassen. Unnormal. Reiche Spielchen bis einer liegt. Ach. So. Zwei liegen, das ist schön. Das heißt, die letzte mache ich mit Waffen fertig. Aber ich lasse direkt hier Feuerklänge auf mich sprechen. Kann, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Schaden raushauen.
184. Du alte Sau. Boah, meine Fresse. So. Zwischenboss erledigt. Ich mache mal lieber einen Safe State. Sollte ich mal besser tun. So. Und weiter im Takt. Ach, scheiße. Richtig behindert erwischt. Kraftwasser brauche ich gerade nicht. Aber Heilkräuter braucht unser toller Krieger hier. Sabberblock. Hau ab da. Komm. Ach. Es hat eine Rotze. Peitschatze, ja. Schnell, 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 komm. So. Kann wenigstens so Schlimmes nicht mehr passieren. Weil du fährst ja nur bei der bloßen Berührung. So, jetzt kommt, glaube ich, der Moment, indem ich besser die Nüsse gut verteilen sollte und auch am besten Feuerklinge spreche oder auch nicht. Ne, lass mal lieber mit normalen Waffen. Ne, ach, genau, das machen die, zappeln. Da bist du zum Zappler. So, und jetzt kommt da der Feuermutant. Verschwindet von hier. Dann schreie ich auch immer, wenn ich am Kacken bin. Aber wir bleiben. Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Ja. Ja, macht natürlich nicht viel her an Damage. Aber der Kampf, der ist eher auf Magie ausgelastet. Egal, direkt nochmal eine drauf ballern. Noch eine Kraftwasser auf alle anderen. So. Nochmal Glutgranate. Ne, geht noch. Ob das kann ich denn sowieso nicht treffen? Ne. Erst wenn er sich wieder materialisiert. Das ist natürlich eh Niveau. Ja, aber der könnte sich jetzt ja. Blutgranate drauf. Zack. Ah, das ist natürlich ein Genius. Weil er hat jetzt Macht. Frostling auf mich sprechen, weil er ist ja immun gegen Frost. Und somit kann ich den mit meinen Waffen nicht treffen. prallen ab die Angriffe. Oh. So, danke. Huch, nein, kein Honig, kein Honig. Honig brauchst du gerade nicht. Und nochmal. Und direkt nochmal. So, und warten. Düpp, 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 düpp. Und ich warte, und ich warte. Das ist aber so eine Scheiße, wenn der sich materialisiert. Ne? Okay.
Hier habe ich keine Nüsse mehr. Jetzt muss ich die Eisklinge zur Feuerklinge machen. Aufladen, aufladen. Und dann lass mich den angreifen. Ach Mann. Na super. Hat sich meine Klinge wieder zurückverwandelt. Und ich habe ihn trotzdem noch kalt gemacht. Oh, geil. Zwei Bosse in einem Video. Also wenn ich die Bilanz weiter so halte, werde ich nicht lange an diesem Let's Play mehr sitzen. So, wir haben jetzt 20 nach 1. Das heißt, glaube ich, eine gute Stunde kommt zusammen. So, und da der Eismutant jetzt erledigt ist, hat sich das auch mit dem Sanddorf, also dem Wüstendorf, erledigt. Und wen haben wir da getötet fast? Also wir haben den nicht getötet. Den Weihnachtsmann. Zwei Monate zu spät, deswegen habe ich auch keine Geschenke bekommen. Und natürlich ist Rudolf bis zum Eispalast gefolgt, um sein Herrchen wieder in seine Hufe schließen zu können. Ja. Das heißt, der Weihnachtsmann hat einen Mana-Samen berührt und sich in Eismutanten verwandelt. Und ich habe den Mana-Samen zurückbekommen. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zurücklaufe bis zum Schneedorf oder hier einen Cut mache. Weil es ist ja schon recht viel Material, was hier zusammengetragen wurde. Ja. Wisst ihr was? Ich mache Schluss für heute. Mach Schicht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder was zu machen. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Lasst euch nicht ärgern, liebe Leute, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen oder ein Abo da lassen, wie auch immer. Und ganz wichtig, lasst die Hände über der Bettdecke.